Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um die Summer Must-Haves. Ich habe mir Gedanken gemacht und ich dachte, es wäre ganz cool, wenn das Produkte wären, die vielleicht auch noch in die Handtasche reinpassen. Also habe ich mir hier ein paar kleinere Produkte zurechtgelegt. Ihr müsst natürlich nicht das alles selber benutzen, aber so in etwa dachte ich, ich mache mir mal Gedanken darüber, was im Sommer auf jeden Fall nützlich ist. Und das Allerwichtigste ist natürlich Sonnenschutz, das wissen wir alle. Und sehr, sehr wichtig ist, wenn man jetzt nicht gerade am Strand liegt oder am Baggersee oder im Schwimmbad, natürlich Sonnenschutz fürs Gesicht, weil das ist immer draußen das Gesicht und da muss man schon großen Wert drauf legen. Und da gibt es nämlich jetzt etwas Neues von Yepoda, der SPF BFF mit Lichtschutzfaktor 50. Es gibt ja auch schon die Variante mit Lichtschutzfaktor 30. Die gab es schon letztes Jahr, habe ich auch fleißig verwendet. Und jetzt gibt es das Ganze sogar mit Lichtschutzfaktor 50. Sehr, sehr cool. Gerade jetzt auch im Hochsommer sollte man das immer verwenden. Das hat einen leichten Tragekomfort. Das weißelt nicht. Ich habe das auch heute drauf, habe das verwendet. Ich habe das mitgefilmt. Werde ich euch mal einblenden, wie ich das gemacht habe. Zuallererst habe ich aber The Must-Have benutzt, um meine Haut ein bisschen anzufeuchten. Das könnt ihr über den ganzen Tag weg benutzen, weil gerade im Sommer ist die Haut auch sehr, sehr trocken und die Poren wirken vergrößert. Und mit dem Ganzen beugt ihr auf jeden Fall auch der Talgproduktion vor und somit auch Unreinheiten und verstopften Poren. Und natürlich habe ich auch wie immer einen richtig krassen Rabattcode für euch mit Cindy SPF. Könnt ihr sparen. Alles weitere dazu findet ihr in der Infobox und auch einen Link. Da müsst ihr nur noch draufklicken und dann seid ihr schon am Sparen. Hier habe ich mir jetzt ausgesucht The Must-Have in der kleinen Reisegröße. Finde ich sehr, sehr cool. Das passt natürlich in die Handtasche. Das könnt ihr immer verwenden, auch wenn ihr schon Make-up drauf habt. Das erfrischt einfach die Haut. Das ist mit Hyaluronsäure, mit Aloe Vera und mit Ginseng. Das riecht auch unheimlich gut, das beruhigt die Haut. Das hält die Haut 24 Stunden frisch, versorgt die Haut mit Feuchtigkeit. Das könnt ihr immer wieder anwenden und das ist so ein richtiges Must-Have. Nicht nur The Must-Have, sondern The Must-Have Must-Have für mich. Und ich fülle das auch immer wieder auf. Ich mag diese kleine Variante, kann ich euch absolut empfehlen, dass ihr euch das mal gönnt. Weil, wie gesagt, könnt ihr dann immer wieder mit dem großen nachfüllen und dann seid ihr immer gut versorgt. Ich finde das richtig toll in der kleinen Variante und Yepoda hat ja jetzt auch mehrere kleine Varianten noch und das finde ich super toll, auch wenn man auf Reisen geht, aber für die Handtasche super geeignet. Und der SPF BFF ist ein mineralischer Sonnenschutz. Sonnenschutz ist sehr, sehr wichtig. Ihr macht eure Haut kaputt, wenn ihr keinen Sonnenschutz verwendet. Auch wenn ihr denkt, heute ist es jetzt nicht ganz so sonnig, brauche ich nicht. Doch, braucht ihr auf jeden Fall. Schützt eure Haut. Ihr beugt Fältchen vor. Und gerade wenn die Haut so sehr schwitzt und austrocknet, dann bekommt ihr auch schneller Pickel. Wie ich schon erwähnt habe, es ist ein mineralischer Sonnenschutz. Das ist was ganz Besonderes. Es enthält kein Mikroplastik. Es ist besser für empfindliche Haut geeignet, verursacht weniger Unreinheiten, ist umweltfreundlich und vor allem auch korallenfreundlich, wenn ihr das mitnehmt in den Urlaub. Außerdem ist es auch ein super Make-up-Ersatz. Ich verwende das im Sommer sehr, sehr gerne, weil das eben einfach so einen leichten Tragekomfort hat. Es fühlt sich nicht so schwer an auf der Haut. Ihr möchtet euch das nicht komplett wieder runterreißen. So geht es mir immer, wenn ich dann noch schwitze und habe so dicke Schicht noch auf dem Gesicht. Dann ja, aber das habt ihr damit gar nicht. Es ist mit Hyaluronsäure und antioxidantienreichen Ölen angereichert. Wie gesagt, ich habe das auch heute verwendet, habe es mitgefilmt. Schaut euch mal an, obwohl ich das abgepudert habe. Ich habe so einen richtig schönen, natürlichen Glow. Die Haut sieht ebenmäßig aus. Ihr könnt das gut verteilen. Es weißelt nicht nach, es zieht sehr, sehr schnell ein, also ihr seid damit auch super schnell ready. Ihr könnt das auch am Hals verwenden, das färbt mir nicht ab und schaut mal, wie natürlich das einfach aussieht. Und mit dem The Must-Have könnt ihr dann auch noch direkt das Make-up fixieren und dann verschmilzt alles so richtig schön und dann habt ihr ein richtig tolles Ergebnis, kann ich euch absolut empfehlen. Haut rein. Yepoda hat eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie und ja, für die etwas kühleren Tage, die dann auch noch bald folgen,
kann ich euch empfehlen. Bestellt mal noch Lichtschutzfaktor 30 mit, da habt ihr 50 und 30. Ich bin froh, dass ich beide da habe. Finde ich sehr, sehr, sehr nützlich und ist auch wirklich ein ganz, ganz großes Anliegen von mir an euch, damit ihr eure Haut schützt. Nächstes Must-Have, was ich mir überlegt habe, ist eine wasserfeste Mascara. Braucht man einfach. Ich finde Augenbrauen und Mascara mit das Wichtigste eigentlich im Gesicht, wenn man Augenbrauengel benutzt hat, am besten ein farbliches und eine Mascara drauf hat, dann braucht man eigentlich schon gar nicht mehr viel machen. Man sieht geschminkt aus, obwohl man gar nicht viel gemacht hat. Und gerade im Sommer, wenn man dann baden geht, dann ist das immer so ein Problem, weil das ganze Make-up natürlich verschwimmt. Man möchte aber nicht komplett ungeschminkt aussehen. Und da braucht man einfach eine wasserfeste Mascara. Und mit den Produkten von Yeppo, da bekommt ihr das dann auch noch super gut abgeschminkt, um mal nochmal drauf zurückzugreifen. Ja, aber deswegen auf jeden Fall eine wasserfeste Mascara verwenden. Die ist sehr, sehr nützlich. Ich habe jetzt hier ausgesucht die Catrice Glam & Doll Mascara. Die ist günstig, die gibt es in der Drogerie. Und ich glaube, dass die auch viele mögen. Ich persönlich mag die auch. Und deswegen habe ich mich für die entschieden. Kann ich euch absolut empfehlen. Ich zeige euch mal das Bürstchen. Aber es ist völlig egal, was für eine wasserfeste Mascara ihr verwendet. Mit welcher Mascara ihr einfach gut zurechtkommt. Aber wichtig ist, dass ihr auf jeden Fall eine parat habt. Und im Sommer gibt es ja auch öfter mal diese überraschenden Regenschauer. Da seid ihr dann auch gut gerüstet damit. Und dann, super, super wichtig, bleiben wir mal hier in diesem Bereich, ein Haaröl. Da mag ich besonders gerne das von Pomelo. Das gibt es ja jetzt, glaube ich, auch in der Drogerie, habe ich gehört. Das ist jetzt hier das Vanilla-Elixier Haarserum mit Vitamin E. Und Rosehip, das pflegt einfach die Haare, die sind der Sonne ausgesetzt, die sind vielleicht auch Salzwasser ausgesetzt, die trocknen dann einfach schneller aus, pflegt eure Haare, strohige, struppige Haare, das sieht einfach nicht schön aus, einfach so ein bisschen in die Längen einmassieren, einarbeiten, dann habt ihr auch da einen guten Schutz und die Haare sehen immer schön geschmeidig aus und gerade im Sommer, da trägt man die Haare auch gerne offen und wenn dann so ein schöner Wind kommt, dann ist das natürlich immer so schön erfrischend und dann glänzt das alles so schön versprüht einen tollen Duft und das seid ihr gut ausgestattet, deswegen lasst eure Haare auch nicht austrocknen im Sommer. Da braucht ihr was Gutes und das geht auch fix. Und außerdem habe ich mir überlegt, für zwischendurch ist es super praktisch, wenn man einen Augenroller hat. Und da mag ich besonders gerne die Augenroller von Alverde. Der hier hat jetzt so ein bisschen Glitzer mit drin. Den kann man vorher schütteln. Der ist mit Hyaluron. Der wirkt dann auch so ein bisschen abschwellend noch. Der hat eine Metallkugel drin, die kühlt, dann einfach so ein bisschen anwenden, ein bisschen einklopfen und dann seid ihr wieder ready, dann sieht das alles frisch aus, dann kühlt das ein bisschen, man fühlt sich besser, das passt auch gut in die Handtasche und das ist für mich ein absolutes Must-Have im Sommer. Also sowas kann ich euch absolut empfehlen. Wie gesagt, bei den Marken seid ihr ja völlig frei. Aber das kann ich euch sehr empfehlen, wenn ihr da noch was gesucht habt. Manchmal kommt man ja gar nicht auf so Kleinigkeiten, deswegen absolutes Must-Have. Und dann geht es direkt natürlich noch mit dem Gesicht weiter, aber dann wäre es das auch fast schon gewesen. Am Schluss habe ich noch einen kleinen Geheimtipp für euch. Dazu kommen wir aber am Schluss. Lippenpflege, sehr, sehr, sehr wichtig, nicht nur im Winter, auch im Sommer ist das sehr, sehr wichtig, nämlich auch da trocknen die Lippen aus und im Sommer ist auch immer mal wieder Zeit für eine neue Liebe oder um die alte Liebe noch ein bisschen so aufschwingen zu lassen. Ich bin ja verheiratet, von daher, ich brauche das immer, ich brauche das ganze Jahr über, aber ihr wisst bestimmt, was ich meine. Hier habe ich mir ausgesucht Hippie Fable, eine Lippenpflege. Das ist jetzt eine neue. Ich wollte euch jetzt nichts unbedingt Angekrabbeltes zeigen. Das ist meins, was ich gerade noch verwende. Und da gibt es verschiedene Sorten von. Aber Hippie Fable pflegt sehr, sehr, sehr gut. Das ist richtig toll. Das hat einen Pumpspender. Das könnt ihr also auch gut unterwegs anwenden. Und könnt ihr dann auch gerne mal teilen, wenn die Freundin ihr es vergessen hat. Das ist in so einer schönen Metalldose noch mit drin, dann kommt nichts dran. Ist schön geschützt. Ich finde das sehr, sehr gut. Ihr könnt natürlich auch einen mit Lichtschutzfaktor
benutzen. Das ist natürlich dann auch sehr, sehr gut. Aber die pflegen extrem toll und die ziehen schnell ein. Die hinterlassen einen leichten Glow. Das sieht einfach super schön gepflegt aus. Kann ich euch sehr empfehlen. Und alles, was ich finde, das werde ich auf jeden Fall auch verlinken. Aber Hippie Fable ist eine ganz, ganz, ganz große Empfehlung auch von mir für Lippenpflege. Dann geht es aber weiter. Gesicht sind wir versorgt und dann dachte ich, gehen wir mal eine Etage weiter nach unten. Im Sommer, es ist sehr, sehr heiß, man schwitzt, das ist kein Geheimnis. Und da kann ich euch das hier sehr empfehlen. Das hatte ich in der Fairy Box und ich bin ein richtiger Fan davon geworden. Das ist von NIOC, ich kann es euch auf jeden Fall auch mal verlinken. Das ist ein natürliches Deodorant, 2-in-1 Schutz. Und ich persönlich muss sagen, ich finde, dass die Creme-Deos auf jeden Fall viel, viel, viel besser schützen. So sieht das aus. Viel, viel, viel besser schützen als Sprühdeos, als Deo-Roller. Unglaublich, also kann ich euch sehr, sehr, sehr empfehlen. Das ist jetzt plastikfreier Glastiegel ohne Aluminium und in der Sorte Cool Mint. Das hat so einen richtig schönen Duft dann auch noch. Es kühlt, kann ich euch sehr empfehlen, super hilfreich und hat mir auch schon des Öfteren den Tag gerettet. Dann ist natürlich neben Sonnenschutz auch noch die After-Sun-Pflege ist sehr, sehr wichtig und eventuell, wenn man vielleicht ein bisschen mal geschludert hat oder nicht schnell genug war mit dem Nachcremen, dann hat man sich vielleicht auch so ein bisschen verbrannt und da hilft auf jeden Fall ein After-Sun-Gel, um die Haut dann wieder so zu schützen, um der Haut Feuchtigkeit zurückzugeben und dem Ganzen, ein bisschen vorzubeugen, dass es nachher nicht ganz so doll wird. Und da habe ich euch das hier ausgesucht. Das ist sehr, sehr toll. Das ist von I plus M, ein After Sun Gel mit Aloe Vera und Hyaluron. Und Aloe Vera beruhigt die Haut auch nochmal so ein bisschen. Kann ich euch auch sehr empfehlen. Ist auch eine kleine, schlanke Flasche. Das könnt ihr dann auch gut mitnehmen. Passt auch gut in die Handtasche. Das ist nicht so ein großer Tiegel oder so eine große Tube. Das finde ich toll. Und da habt ihr auch den Pumper. Da müsst ihr nicht rein. Und dann könnt ihr das auch punktuell so ein bisschen auftragen, wo ihr es gerade nötig habt. Finde ich sehr, sehr praktisch. Kann ich euch auch sehr empfehlen. Und dann geht es noch weiter mit einem Peeling. Das kann man ja für den ganzen Körper verwenden auf jeden Fall. Und da habe ich das hier. Ich habe aber auch noch eine andere Empfehlung. Und zwar Rituals, The Ritual of Karma. Das finde ich eigentlich eine richtig, richtig tolle Sommervariante. Aber meins ist schon aufgebraucht. Und jetzt habe ich hier noch The Ritual of Ying. Das ist dieses Body Scrub hier. Das riecht unheimlich gut. Und wenn eure Haut schön gepeelt ist und die alten Hautschüppchen entfernt sind, dann bräunt ihr auch wieder ein bisschen besser nach. Die Haut kann sich schneller erholen. Deswegen denkt da auch an ein regelmäßiges Peeling. Wie gesagt, die Variante finde ich sehr, sehr gut. The Ritual of Ying, aber noch besser ist The Ritual of Karma, weil das eben einfach so einen schönen Sommerduft noch hat. Auch sehr, sehr wichtig. Und wenn ihr unterwegs seid, kann ich euch sehr, sehr, sehr empfehlen. Viele gehen ja dann auch viel spazieren oder auch mal wandern im Wald. Da ist es ja dann nicht ganz so heiß. Aber da braucht man auf jeden Fall was für die Füße. Da habe ich jetzt einfach das hier ausgesucht, weil ich das zu Hause hatte. Aber wie gesagt, da könnt ihr ja einfach alles verwenden, was ihr gerne mögt. Und das ist ein Fußgel. Schön sind auch Varianten, die noch so ein bisschen kühlen. Da gibt es auch noch was von Gewohl, was auch sehr, sehr toll ist. Aber ich zeige euch jetzt das, was ich gerade da habe. Das ist jetzt einfach mal so stellvertretend dafür. Das ist ein Fußgel und das tut richtig gut, Leute, wenn ihr die Füße damit ein bisschen eincremt, wenn ihr eine Pause macht. Und dann könnt ihr noch mal so richtig schön entspannen oder auch abends, wenn ihr den Abend ausklingen lasst, so auf dem Balkon. Und dann schön die Füße eincremen, hochlegen und ein bisschen den Abend genießen, wenn es dann wieder ein bisschen abgekühlt ist. Und es ist ja auch immer so, wenn man kalte Füße hat, dann friert man gefühlt überall. Und so ist es auch, wenn die Füße so aufgehitzt sind. Und dann irgendwie hat man auch das Gefühl, der ganze Körper schwitzt und das ist so heiß. Und wenn die Füße dann gekühlt sind und dann geht es einem direkt gleich schon wieder besser, noch ein kühles Getränk dazu und dann hat man eigentlich schon den Abend gerettet. Also das sind meine absoluten Must-Haves für den Sommer. Es passt alles in die Handtasche mit rein. Das Peeling, da könnt ihr euch ja ein bisschen was abfüllen. Aber ich finde, die Dose geht noch.
Ja, das waren so meine Tipps, die ich mir überlegt habe, was auf jeden Fall im Sommer da sein muss. Aber wie gesagt, Sonnenschutz, Leute, das A und O, bitte hört auf mich, bitte. Da kann so viel schief gehen. Da darf man einfach nicht so faul sein. Und wenn man dann direkt noch schön gefärbtes Make-up-ähnliches Produkt hat, hier könnt ihr es euch angucken. Ich habe es zwar auch eingeblendet, aber hier nochmal, weil es mir wirklich ein sehr, sehr, sehr großes Anliegen ist an euch, dass ihr euch gut schützt, dass die Haut gut geschützt ist vor der Sonne. Genau, dass ihr es nochmal gesehen habt. Denkt dran, es gibt einen Rabattcode, aber jetzt gibt es noch das kleine Schmankerl, was ich mir überlegt habe. Ich habe nämlich gelesen, dass jetzt die Kupfertöne sehr, sehr angesagt sind. Und da wollte ich euch zwei Paletten empfehlen. Und da dachte ich nämlich an die hier. Kann ich euch auch mal verlinken. Die finde ich ganz, ganz toll. Das sind Erdtöne. Damit ist man super schnell fertig, wenn man eben nicht so dick auftragen möchte wie ich heute. Und das Tolle an der Palette ist, schaut mal, es sind viele schöne Erdtöne mit dabei. Es sind tolle Kupfertöne mit dabei, die in der Sonne schön glänzen und glitzern. Und das Beste ist, ihr könnt das auch noch direkt als Bronzer mitverwenden. Richtig, richtig toll. Das habe ich mir überlegt. Die finde ich ganz, ganz toll, die Palette. Absolutes Must-Have auch. Und dann habe ich mir letztens eine zugelegt. Damit habe ich auch einen Look geschminkt. Den seht ihr in ein paar Tagen. Und dann könnt ihr euch da eine kleine Inspiration holen. Aber ganz, ganz toll finde ich auch die Palette hier von Beauty Bay. Die kann ich euch auch sehr empfehlen. Die enthält auch viele Erdtöne, Kupfertöne. Die ist auch richtig schön. Ist jetzt so ein bisschen dunkler eigentlich. Denkt man eher, das ist so eine Herbstfarbe. Aber ich habe das gelesen, dass das jetzt angesagt ist mit den Kupfertönen, mit den Erdtönen. Und da dachte ich doch direkt an die Palette. Die hat mir sehr, sehr gut gefallen. Video dazu folgt noch. Die kann ich euch auch sehr empfehlen. Und die war auch nicht teuer. Genau, jetzt beende ich das Video. Sprühe mich nochmal kurz mit The Must-Have ein, weil ich dann auch gleich los muss. Das war es jetzt mit dem Video. Es hat mir viel Spaß gemacht, mir zu überlegen, was ihr im Sommer gut gebrauchen könntet. Und ich glaube, ich habe auch so ein paar kleine Geheimtipps für euch hier gefunden. Wenn ihr auch welche habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Würde mich natürlich sehr interessieren. Das war's. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Tschüss.